Meine lieben Leute, herzlich willkommen zu Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde Teil 2. Aufstieg des Hexenkönigs, die einzige Erweiterung der ganzen Reihe Schlacht um Mittelerde. Und wir gehen in die nächste Mission rein, Boten der Pest. Und ich würde sagen, wir legen los. Schauen wir rein, was passiert. Bin sehr gespannt. Nächste Mission, los geht's. Die Dúnedain Anors sehen im Sieg der Elben eine Chance, zu alter Stärke zu finden. Früher oder später, so glauben sie, wird Anor beenden, was die Elben begannen. Aber sie haben nicht mit der Entschlossenheit des Hexenkönigs gerechnet. Er schickt seine Hexenmeister zu den Grabhügeln der großen Könige Anors. Obwohl schon die Entweihung dieser geheiligten Erde die Herzen der Menschen zu brechen vermag, verfolgt der Hexenkönig einen noch dunkleren Plan. Die Länder der Menschen und Elben mit einer tödlichen Pest heimzusuchen. Erneut wagen wir uns in diese uralten Gräber. Dieses Mal, um die Seelen der Gefallenen zu verführen und das Land gegen die letzten Söhne Arnors aufzubringen. Unsere Hexenmeister müssen auf den Hügeln stehen, um die Gräber darunter zu verfluchen. Allerdings bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen möglichst viele Grabhügel halten, um das Ritual zu vollenden, bevor der neue Tag anbricht. Erdorbene Seelen. Was? Ich befehlige die Leibeigenen. So. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Diese ich befehlige die Leibeigenen. Ich sehe nichts. Auf den Hügelgräbern müssen wir machen, Mensch. Hallo? Da. Anger muss erstarken. Hier war mal da etwas hier. Faulen Maden. Faulen Maden. Ich warte auf die Befehle des Hexen. Ja. Wartest drauf. Einmal das. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumsteht. Dann. Achso, da ist dann schon aus. Okay, hier einmal daher. Ihr macht, was euch gesagt wird. Dann, ihr habt das. Ruhe, ihr Magen! Keine Widerrede, ihr Dummartet! Dann haben wir das. Ich muss mich da jetzt nochmal zurechtfinden. So. Was haben wir denn da jetzt alles? Das Gebäude ist fertig! Ja, aber was? Warte mal, lass mal kurz gucken. Verderbt vor 1000 Seelen, indem die Hexmeister die Grabhügel entweihen. Und wie mache ich das? Unsere Macht ist gewaltig. Todesstärke, schwarzes Eis. Seelenqual. Kadaverregen. Tempel des Zwielichts. Muss ich da einfach nur drauf gehen oder. Das sagt ja keiner. Das ist auch geil, oder? Schauen wir mal. Wir können uns was kaufen. Lawine oder Schatten des Wolfs, Leute? Ich mach Lawine. Bin ich geiler. Der Grabhügel ist in unserer Gewalt. Nur eine? Die Schatten werden länger. Hä? Ach so. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Man muss erstarken. Dort kann ich nichts bauen. Dort kann ich nichts bauen. Ach, denn jetzt schwach. Sollte nochmal darauf gehen. Für den Hexenkönig. Eiskrone ruft. So. Die Truppen werden angegriffen. Hier sind die Wir brauchen mehr Männer. Ah, hier. Mach mal das gerade laut. Jetzt hat es mich gerade geschreckt. Eieiei, jetzt hat es mich gerissen. Jetzt hat es mich so gerissen, Leute. Oh, das war gerade sehr laut. Wir haben den Grabhügel. Beginnt mit dem Ritual. Okay. Kenn mich aus. Ich verstehe. Bau noch was her. Dann bau jetzt mal die Schmiede.
Ja, ich warte noch mit dem Bau. Zurück an die Arbeit! Hm. Das bringt nichts da. Was ist da? Das sind Gegner, oder? Aber ich kann da noch einen herbauen. Werde ich jetzt dann attackiert? Wir sind hier fertig. Ah, das sind noch Gegner. Hey! Zweck! Ich diene der Eisenkrone. Was ist er? Unser Baumeister wurde erschlagen. Wir marschieren. Menschen aus Angriff. Unser Baumeister wurde erschlagen? Ah ja. Unser Grabhügel wird angegriffen. Greift unsere Truppen an. Wieso kann ich die nicht bauen? Keine Ahnung. Arbeitet für die Eisenkrone. Stehe ich nicht. Eisenkrone ruft. So, wir haben das verteidigt. Da geht's auf den Kerl mal da oben los. Upgrade. Auf einem Grabhügel begann das Ritual. Baut für den Hexenkönig. So, da bauen wir das mal hin. Ich mache keine Katapulte, weil die gehen mir am Geist. Die machen. Die machen immer alles hier. Was können wir denn machen? Das da. Das da, das da. Haben wir das? Ausgezeichnet. Upgrade. So, ich gehe jetzt einmal zurück. Wieso kommen da auf einmal Gegner? Macht keine Gefangenen. Die Stacheln sind Menschen aus Hand. Die Schlacht hat begonnen. Haha, geil. Das war geil. Und schnell. Unser Tempel des Zwielichts ist prächtiger denn je. Ja. Unsere Hexenmeister können nur Seelenquell wirken. Was? Wie bitte? Unsere Rohstoffe sind hier, was euch gesagt wird. Hexenkönig! Wie viele brauche ich? 1000! Das ist viel. Das Blutvergießen hat begonnen. Das Licht vergeht. Jetzt, hey! Wir brechen auf. Jetzt von den Leuten weg. Und Eisen. Dort können wir nichts bauen. Sie greifen uns an. Die wollen meine. Macht euch bereit zu bauen. Schaut euch das an. Bleib mal da. Wir sind die Seele an. Aber die machen das schon, da machen wir keine Sorgen. Unsere Macht ist gewaltig. So, ihr geht's da drauf, weil. Achso, ich muss das. Ich muss sie da oben stehen lassen, oder wie hieß das? Ich bin der Erste unter des Königs Mann. Kann das sein? Dass ich das falsch verstanden habe? Ja. Okay. Ja, das muss mir ja auch mal einer sagen. Das ist ein weiter Weg. Dann geht's mal da runter. Zack, aufwerten. Ich diene der Eisenkrone. So, was ist mit euch da? Was ist mit euch? Ich bringe Angmar Steine und Eisen. Genau, dann geht er rauf, platziert es. Ah, okay, ich verstehe. Wir dienen dem Schatten. Kann man das so machen? Wir rüsten das da auf. Wir rüsten das auf. Auf einem Grabhügel begann das Ritual. Menschen aus Angmar. Wir gehen jetzt einmal auf die los da. Und Karm, du. Zack. Zack. Und zack. Schau an, schau an. Das machen wir so. Wir bringen euch da in Stellung. Und... Jawohl. Jetzt da drauf. Töten. Ausgezeichnet. Schade, dass ich keine Türme bauen kann. Ich warte jetzt noch. Obwohl, ich könnte vielleicht dann schon angreifen. Warte mal. Wir nehmen euch mit.
Was ist jetzt? Ihr habt die Seelen unserer Väter entehrt, als ihr diesen geheiligten Boden betreten habt. Ich werde eure abscheuliche Wer ist denn er? Nicht dulden. Was will denn er jetzt? Ich bin der Erste unter das Kugelsmann. Wir brauchen... So. Jetzt ist aber mal Stopp da. Ich bringe den Biestigen in den Schatten. Der Feind ist zurückgekehrt. Das Licht vergeht. Hoch mit euch! Aha. Bring ihn um! Ich diene der Eisenkrone. So. Ja, du wirst aber keine bekommen. Schau, wie er wegläuft! Wie? Wie kann man so feig sein? Naja. Da rennt er weg. Da rennt er weg. Wundert mich nicht mehr. Ey! Ja, der hat mir das da weggenommen. Zack! Wir brauchen von euch welche. Das Licht vergeht. Und ich brauche von euch... Ich kann noch keine... Okay, ich muss noch kurz warten. Ich bin der Erste unter das Königsmann. Warte mal. Bleib da. Wir machen den da kaputt, weil der besetzt man das leider. Das taugt man nicht. Wir machen das da. Ja, aber ich meine... Schau, das ist ja auch... Das finde ich nicht so lustig, muss ich sagen. Sie greifen unseren Gartenhügel an. Die Dunkelstahlschmiede wurde erweitert. Schießt weiter! Werft sie zurück! Zieht euch zurück! Jetzt zurück, das ist mal zu heiß da. Haha! Ha. Ich kann den trollen. Was ist das mit dem? Es geht nicht. Schießt weiter! Jetzt zurück! Menschen aus Angst. Leute, nicht lustig! Wir sind die Herren der Wälder! Das ist nicht lustig! 200 haben wir. Geh mal da drauf. Hier kommt verbleibende Zeit. Geht schon mal daher. Wird sich zwar nicht ausgehen, aber... Hier geht's da drauf. So, jetzt schauen wir mal. Aufwerten. Das brauchen wir. Was haben wir bei euch? Was ist das? Der Feind ist zurückgekehrt! Okay. Dann lassen wir euch da. Wir haben jetzt Frostpfeile. Wir haben jetzt Frostpfeile. Sehr gut. So, wir haben da noch einen Platz. Kann euch da dazugeben. Okay, die sind verschwunden leider. Hm. Was ist denn er da? Ein Reiter. Die gehen da rüber. Ich krieg halt zu wenig Geld quasi rein. Macht euch bereit zu bauen. Mach das mal daher. Und du, ich kann auch noch immer keine Türme bauen, leider. Die Mühle produziert mehr Mehl. Bauen wir das daher. 2,45. Muss ich bis zum Tagesanbruch fertig sein, oder wie ist das? Dafür haben wir nicht genug Rohstoffe. 500 kosten die. Ja, mach mal das.
Ich hätte halt gern... Ich bringe na? Den Untergang. Seelenqual. Schwarzes Eis. Todesstärke. Wir sind hier fertig. Wir haben jetzt Bannerträger. Wieso können die sonst nichts machen? Die können das ja auch. Ich verstehe sie. Wir bauen für die Eisenkrone. Ihr wartet Arbeit auf euch. Heilen kann ich leider auch nichts. Das ist ziemlich ärgerlich. Wo sind denn die meisten Truppen? Mal. Oh, 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 oh. Wow! Geil! Geil, geil, geil. Okay, das ist ziemlich OP. Unser neues Gebäude ist bereit. Das ist ziemlich OP, muss man sagen. Aber geil. So. Dann kann ich ja da auch welche hinschicken. Da ist noch so ein dummer Reiter. Machen wir da her. Zack. Und wir attackieren. Na komm, reitest weg oder was? Wie lange geht's hier noch? Ihr habt doch ein bisschen Zeit. So, attackiert's einmal da. Beziehungsweise geht's einmal da runter. Wie geht's daher? Oh oh. Einer unserer Grabhügel wird angegriffen. Müssen Sie erneut zurückwerfen. Ja, das haben wir schon was da. Oh oh. Ja, das ist Käse. Ja, das meine ich halt, das ist ja. Sie haben unseren Baumeister erschlagen. Ja. Was soll denn das? Wurscht, wir machen das schon. Wir fällen sie mit Eis. Ein greift unser Truppmann. Hier sind die Seele an Mars. Wieso kannst du? Wir brechen auf. Ja, die werden jetzt weg sein. Oh. Sie greifen wieder an. 423. Mach mal das. Mach mal das. Genau, mach mal das. So. Hier geht's auf die. Mach mal so. Wir sind kampfbereit. Ruhe, ihr Magen. Jetzt auf, Reiter, Reiter. Ich tauche das Licht im Dunkeln. Blut für den Hexenkönig. Stalkt man nicht. Ich diene der Eisenkrone. So, einer geht daher. Unsere Macht ist gewonnen. Der andere geht darüber. Wir dienen der Eisenkrone. Zack. Die Eisenkrone. Ach, hier, wir können keine neuen Menschen ausbilden. Eieieiei. Gar nicht so einfach. 162. Komm mal her da. Zack, die rüsten wir mal auf da. Euch rüst dich auch auf. Schaut doch mal gut aus. Wir gehen einmal auf die los. Das machen wir aber nur mit denen. Mit euch gehen wir darüber. Das Banner des Hexenkönigs ist bereit. Wir warten auf die Schlacht. Und einmal gehen wir auch darüber. Der Feind greift uns der Truppen an. Sind die Boten des Todes. So. Sie werden alle fallen. Attackieren? Blut für den Hexenkönig. Jetzt bin ich glaube ich eh schon zu OP. Wir sind die Herren der Wälder. Sehr schön, dann geht's mal dann bitte auf die los.
Wir können keine... können keine Truppen mehr machen. Die Truppen werden angegriffen. So, ihr seid da in Stellung. Das ist gut. Das heißt ja eigentlich... ja, das kann sein, dass ihr das braucht. Ihr werdet es aber nicht bekommen. Ich kann halt leider nicht mehr da drauf tun. Ich habe nämlich keinen Platz mehr. Was mache ich denn jetzt? Hm. Dann wäre es doch gescheiter, ich lasse die sterben. Die Schlacht wartet. Unsere Pfeile flüstern. Komm her. Dann geht's mal da vielleicht. Ich meine, es klingt komisch, aber dann geht's halt mal drauf. Was willst du machen? Sie werden nichts merken. Meine Diener sind schwach. Ruhe, ihr Magen. Ich bin stark. Die auch. Auf in die Schlacht. Die Mühle produziert mehr Mehl. Sie werden alle. Ich bin sogar gegen die, das gibt's ja nicht. Wir sind kampfbereit. Das gibt's ja nicht. Wir werden siegen. Macht sie vielleicht einmal nix. Werft sie zurück. Sind die Bomben, ja, die Quinnen, ja. Durch den Schatten. 610. Ja. Jetzt kann ich nur warten, bis da nichts mehr kommt, oder wie ist das? Wir warten auf die Schlacht. Dann geht's daher. Wir sind die Bomben. Die Truppen werden angegriffen. Können, ja. Ich bin eh stärker. Also, wir haben alles eingenommen. Geil. Wir sind die Boten des Todes. Fürchtet die Eisschicht. Ein unserer Grafiker wird angegriffen. Herr, nicht entfliehen. Wir dienen dem Schatten. Jetzt habe ich da auch keine mehr. Das Blutvergießen hat begonnen. Wir sind die schwarzen Numenor. Wir sind kampfbereit. Haben sie mir es da wieder weggenommen? Werden den Hexenkönig um Gnade anflehen. Die werden alle fallen. Ja, die können's, umbringen. Sie greifen unseren Garthügel an. Hört mir zu, ihr Magen. Unsere Pfeile flüstern. Können zurück sterben. Klingt komisch, aber... schießt weiter. Das ist so. So, ihr geht's darauf. Unsere Pfeile flüstern. Da müssen wir auch welche raufgeben. Verstohlenheit ist unsere Stärke. Wir sind kampfbereit. Das Licht in Dunkelheit. An ihr geht's darauf. Unsere Pfeile. Gehen die da hin rauf, ja. Der Schatten leitet uns. Der Grabhügel ist in unserer Gewalt. Sehr gut, sehr gut. Wir sind die Herren der Wälder. Hier geht's. Oh, da kommen Gegner. Wir sind die Augen Einmars. Die Eisen. Unsere Macht ist Gewalt. Stolz. Wir machen das so und so. Das passt schon mal. Das ist schon mal gut. Die können da jetzt ein bisschen was töten. Ich kaufe ihn, stehe für die 7 Sterne. 710. Das geht sich nicht aus. Unsere Pfeile flüstern. Wir haben den Grabhügel. Beginnt mit dem Ritual. Das ist nicht weit. So, wir haben das. Das haben wir eingenommen. Wir dienen dem Schatten. Dann geht's ihr da drauf. Den Hügel haben wir. Auf in die Schlacht! Ein unserer Grabhügel wird angegriffen. Unsere Macht ist gewaltig. Warte. Schau, und jetzt geht er wieder weg. Das ist ja nicht normal. Wie kann man? Da, geh her. Komm her. Schau, du kannst ihn nicht mal attackieren. Naja, es geht nicht. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen doof gemacht, aber bitte. Weißt du, ich würde mir ja besiegen. Aber er geht einfach. Das heißt, ich kann da keine mehr drauf geben. Okay. Naja.
Aber wir sollten es. Wir sollten es eigentlich schaffen, Leute. Kommt's rauf da. Wir haben nur einen nicht besetzt, ne? Und die Frage, ob das reicht. Das sind 956. Wieso? Es wäre halt gut, wenn noch ein paar sterben würden. Geht's auch da drauf? Euch, was ist denn eigentlich noch die Mission? Außen zählen. Wir machen, glaube ich, in einer Minute so eine 50, kann das sein? Ich weiß es tatsächlich nicht. So, wir kaufen da jetzt einfach alles, was geht. Wir haben schon alles gekauft. Aber da können wir nichts kaufen. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie. Kann ich den eigentlich vernichten? Nein, gell? Dort kann ich nichts bauen. Mal. Unsere Mauer sind hart wie Eis. Baut da einfach mal eine Festung hier. Warum nicht? Warum nicht? Ja, Leute, es geht sich aus. Wir haben es gleich. Wie wir sehen, da kann uns jetzt auch kein anderer mehr was machen. Doch ich bin stark. So, das haben wir. Unsere Macht ist gewaltig. Auf auch das da. Was ist bei euch? Doch ich bin stark. 69 schon. Na, guckt euch das an. Meine Diener sind schwach. So, wir kaufen uns das überall. Ich glaube, das ist das Beste. Tatsächlich, weil das andere macht, glaube ich, bei meinen auch Schaden. Und jetzt 984. Komm, gib her den letzten. So, dann kaufen wir uns da noch den Riesenturm. Da bauen wir eine Festung. Sehr schön. Hinfort, Abschaum! Ihr werdet die Geister unserer Könige nicht entehren. Was will denn er jetzt? Der Heermeister Arnors hat sich als würdiger und beharrlicher Gegner erwiesen. Vergessen wir die verfolgten Seelen der gewaltigen Könige. Entlohnen wir Heermeister Kathain in diesem Ritual mit seiner Seele vollenden. Ja. Menschen, komm her. Wir marschieren. Na komm her. Säubert das Gebiet. Warte. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Lustiger. Du kannst gar nix. Hast du schon? Was passiert? Ich fürchte dich nicht. Du kannst mich nur töten. Geil. Ich leide für immer. Wie vortrefflich die Strafe dieses Mannes ist. Seine Hingabe im Leben wird nur durch seine Ergebenheit im Tod übertroffen. Möge diese gepeinigte Seele die Anführer unserer Feinde jagen. Und wieder triumphiert die Eisenkrone. Richtig geil. Ist das nicht geil, sowas? Das sind halt so Kleinigkeiten, ich find's geil. Obwohl er heldenhaft gekämpft hatte, bezahlte der junge Hauptmann Arnors einen hohen Preis über den Tod hinaus und dient nun der Eisenkrone. Die große Pest, die Angmar ausgestreut hatte, erstreckt sich indes bis in das Zentrum Arnors und schwächt die brüchige Verteidigung der Dúnedain weiter. Doch der Hexenkönig wird erst zufrieden sein, wenn Arnor mit den Körpern und dem Blut seiner Kinder bedeckt ist. Okay, das ist tief. Mit Kindern zu...
Oha. Oh, coole Mission. Meine lieben Leute, das war's wieder mit der Folge. Ich hoffe, ihr hattet einen Spaß. Ich finde das richtig geil, macht richtig Bock. Ich verlinke euch oben im Video die anderen Aufstieg des Hexenkönigs-Videos. Schaut es da gerne mal rein. Lasst bitte gerne einen Daumen nach oben da. Unterstützt mich weiter damit. Schreibt es gerne was in die Kommentare. Lasst gerne eine Bewertung da. Und schreibt es mir einfach mal gerne rein, was ihr vom Spiel haltet. Von den Missionen, von der Erweiterung etc. Ob ihr es auch vielleicht mal gespielt habt. Und ich wünsche euch dann eben noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut, euer Spielorado. Ciao.